Dann nimm du mich mit. So, aber jetzt, hier bin ich herin. Hoffentlich ist das die richtige Richtung. Hier so gefesselt zu sein in so einem Teil ist nicht unbedingt schön, würde ich sagen. So, wir zweigen hier rechts ab. Ich hoffe, hier ist... Alter, ich will nicht ins Licht gehen. Was ist hier los? Ladedaten. Schon wieder. Was ist denn jetzt los? Wo gehen wir jetzt hin? So, wir sind immer noch unterwegs mit dem Teil. Mir wird das schon langsam alles recht suspekt. Eieiei. Zumindest haben wir volle Gesundheit. Ist schon mal gut. Alter, Alter, Alter. Was für ein Bauwerk, muss man sagen. Vor allem das, wie sich irgendwie so komisch fortbewegt. Was ist denn da los? Ein paar Combines hier rumstehend. Hier sind die Teile. Wieder solche, ja, wie soll man sagen, Aufenthaltsorte. Oder Gefängniszellen mal anders. Wieder vorbei an den Combines. Wer sind die? Das sind irgendwelche komischen Wesen. So, noch ein paar Strider. Die uns jetzt hoffentlich nicht zusetzen. Okay. Werden die hier drinnen produziert oder was? Jetzt geht's hier rüber. Die Strider sind zum Glück vorangegangen. Jetzt geht's aber hübsch hoch hier. Nochmal ein paar Combines vorbei, die hier irgendwie alarmiert sind. So wie das aussieht. Warten die auf uns? Wissen die, dass wir drin sind? Das ist die nächste. Hier wird auch munter gewerkelt an den Helikopter mehr oder weniger. An den Flugeinheiten. Hier fährt so ein Zug vorbei. Auch mit Personen hinten drauf. So immer diese politischen Gefangenen hier. Hier ist schon wieder so ein Zug unterwegs. Knapp dran vorbei. Ich bin gespannt, wo wir wieder hinkommen. Wo wir hier hingefahren werden. Hier noch eine Abzweigung. Alter. Irgendwie ist mir der Weg echt gerade suspekt. Endstation oder was? Ich bin hier abgesetzt worden. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Nein, meine Waffen. Meine Waffen. Wie soll ich mich dann wehren? Nicht mal mein Brecheisen lassen sie mir. Meine Graffiti Gun. Alter, ich kann Personen anziehen. Und wegschleudern. Das hat sich jetzt gerade geändert. Mit den zusätzlichen Daten. Das ist also Dr. Freeman. Ja, bin ich. Alter, Anzugsenergie von 200. Ich bin sicherlich Pragmatiker. Okay. Die Gravity Gun ist jetzt geil. Z
So, kommt her hier. Geilomatico, diese Waffe. Da hat es doch so einen Mod gegeben, dass man die komplette Ding so spielen kann, oder? Ich dachte, das war einfach nur eine Mod umgestellt hier. Kommt her hier, kommt schon. Ha, meiner Gravity Gun könnt ihr nichts mehr anhaben. Nun, Dr. Freeman, unter anderen Umständen hätten wir mit gegenseitigem Respekt und Vertrauen zusammenarbeiten können, glaube ich. Ja, glaub weiter. In der kurzen Zeit, die Sie unter mir in Black Mesa waren, kann ich annehmen, dass Sie ein wertvoller und produktiver wissenschaftlicher Mitarbeiter hätten werden können. Leck mich. Aber ich weiß nicht, was Sie antreibt. Doch in diesem Projekt ist kein Platz für einen Physiker wie Sie. Schon recht, wenn du das meinst. So, nochmal zwei getötet. Ja, die Gravity Gun, die gefällt mir. Hier komme ich nicht weiter. Wo muss ich lang? So, den haben wir weggeschleudert. So, Ebene hoch hier. Ja. Genau. Komm dran hier auf den Meter. So. Die Bälle kann ich jetzt kontrollieren. Ist ja geil. Dass ich die Bälle jetzt kontrollieren kann, die Energiebälle. Nochmal, die Anzugse. Da wird beides regeneriert gerade. Finde ich echt geil. Alter, ich kann die... So. Alter. So. Die ist ja genial. Die Waffe. So, ich bin voll. Lade Daten. Alter, die Waffe ist genial. Mit der könnte ich stundenlang spielen. So. Weg mit euch. Ihre Mentoren sind sicher auch schuld. Meine Enttäuschung über Eli Barnes und Isaac Kleiner überwiegt das Bedauern über ihre unglückliche Karriere. In gewisser Hinsicht konnten sie... Ja, hör auf mit deiner Psychokacke. Wer weiß, was sie bei ihnen in ihrer Jugend eingeredet haben. Die beiden sind sicher für einige der Unruhen in letzter Zeit verantwortlich. Aber es war ihre Entscheidung, die Zukunft der Menschheit so aggressiv zu bekämpfen. Aha, schon recht. Der mit seiner Psychokacke, der kann uns nix. Hier komme ich auch nicht durch. So. So. Ist hier jetzt Ruhe? So, gut, dass hier schon wieder Mannschnitte rumfliegen. Fuck! Alter, wird ja doch noch Hardcore hier. Dachte ich mir schon. So, Lebensenergie und Ding wieder aufgefüllt. So. So, hört ihr jetzt auf? Alter, was ist das jetzt alles hier? So, euch haben wir erwischt. So, weg mit euch. Ihr könnt mich mal. So, ich laufe hier mal. So, euch treffe ich doch alle. So, nochmal ein bisschen aufgeladen hier. So, ihr seid weg.
So, weg mit dir. So. So, du, wenn du blöd rumstehst, bist du gleich tot auch. So, hier ist eine Plattform. Ah, jetzt geht's hoch. So, gibst du Ruhe hier. Kannst mal eh nix. So, wo geht's jetzt hin? So, du bist weg. So. Wo bist du? So, ich nehme mal lieber so eine Kugel. Auch die, wenn die hier verdammt laut surrt. Alter! So, die haben wir hier aufgeräumt. So. Gut, dass der Stream hier ja hoch ist, um hier effektiver die Leute zu töten. Alter, haben wir die jetzt eine Granate hier hochgeballert? Alter, das überlebe ich so nicht. So, euch habe ich erwischt. Alter, wenn ich eine Ebene hier fertig habe, dann fliege ich noch weiter. So, tot. Aber jetzt ist bald hier mal vorbei. So, jetzt bräuchte ich nochmal Lebensenergie, wenn es wäre. Erklären Sie mir das, Dr. Freeman. Sie haben so viel zerstört. Aber was haben Sie dafür erschaffen? Fällt Ihnen überhaupt etwas ein? Eine freie Welt. Wichser. Kannst mich mal. So. Boah, die Dinger sind geil. Lebensenergie und Anzugsenergie. So, die sind tot. So, die sind auch tot. Alter. Ich schubse dich mal hier raus. Alter. So, was geht denn hier ab? Wollt ihr mich ärgern? Ich laufe hier mal weiter. So, getötet. So, nochmal kurz aufgeladen hier. So, ab dafür um die Ecke. Nun, ich habe das Überleben der Menschheit gesichert. Und nicht nur als das, was wir bisher als Menschheit gesehen haben, sondern etwas ungleich Besseres. Wenn du meinst. Etwas, das wir bisher nur erahnen können. Mhm. Schon recht. Wenn du das so meinst. Okay. Endfight oder was? Ah, fuck, ey. Scheiße. Vor allem der Strider, der regt mich gerade auf. Vor allem, weil ich wirklich nur... Was? Nullpunkt Energie Gravitation. Und nicht nur als das, was wir bisher als Menschheit gesehen haben, sondern etwas ungleich Besseres. Ah, schon etwas, recht. Das wir bisher nur erahnen. Komm, halt die Klappe, Junge.